3, 2, 1. So, Freunde, willkommen zurück. Wir haben jetzt einen Wegfall gemacht. Bevor wir da gleich hingehen, Knochenboser haben wir uns im letzten Part geholt. Den tun wir auf jeden Fall mal erstmal leveln. Das ist ein geiler Geist. Nein, fertig. Nein, ist richtig cool. Der ist auf 12,1. Leichtstärke vor Angriff. Perfekt. Der ist für, im Bowser-Kombi. Mit einem Bowser-Kombi ist er sehr schön. Der ist richtig geil. Der, oh mein Gott. Jetzt kriegen wir die geilen Geister, sag ich mal. Was? Der hat nur einen Slot. Okay, zack, raus, aber schnell. Nee, das passt schon, Jedenfalls, jetzt bin ich aber auch drauf gespannt, wer da ist, ne? Und? Daisy, okay. Hätte ich mit ihr habe ich gar nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber gut. Daisy, Also Peach habe ich ja selten gespielt, aber wie Daisy ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aus dem Kopf heraus. Egal, wenn wir sie befreien, umso geiler. Die Musik ist nice. Andere Leute, Super Mario Land, genau, Super Mario Land wollte ich sagen. Toll. Oh, was? Was? Mit Tod? Alter, die kann echt gut dodgen, Sommer. Und ganz die Daisy. So, was ist hier gerade los? Was war das gerade? Die überlebt's auch noch. Junge, oder Mädchen, raus mit dir. Keiner weiß. Aber Daisy haben wir somit befreit, Freunde. Daisy. Ja, geh. Oh, Bowser Jr. Bowser Jr. will ich, der ist cool. Naja, erstmal geht es jetzt hier weiter. Warte, wir können auch wahrscheinlich hoch, ne? Aber wir müssen da... Genau, erstmal das jetzt hier. Alter, ey, die Stage ist geil. Die Stage... Gruselig, Schnitte und Schnitterchen. Okay. Oh my god, really? Aber wir nehmen noch wieder Toon Link. Schade, könnte ich Ridley hier echt mal testen. So ein bisschen warm wäre mit dem. Aber den haben wir noch nicht. Let's go. Schnitte und Schnitterchen. Was? Wir kämpfen gegen 5 Ganondorfs. LOL? Alter, was denn die Sense? Die Sense! Den haben wir fett gebombt mit der Bombe. Ist das eine Bombe? Ja, ist es. Okay, ich geh auf damit. Stage von Splatoon. Einmal Schade betätigen mit der Hitlage. Boah, guck mal da oben. Was? 3 Stück? 3 Geister waren da oben. Geister. Inspired. Keiner kennt den. Mewtwo! Wow, was? Rocket? Rocket? Was? Ow! Was? Wie cool!
Die standen da auch noch nur rum, so, weißt du, was ich meine? Das sagen, hey, wie cool das war mit dem Rocket, mit dem Raketen, Jetpack, whatever. Genau, das, ciao. So, jetzt aber. Skull, man. Reflektiersamus. Das war geil. Die Map ist cool. Die Map ist cool. Ja, sei es Map oder Dungeon, whatever, wo wir auch sind. Was war's? Draculas Schloss oder so? Ist echt cool gemacht. Wirklich cool gemacht. Ist schon cool sowas, ohne Spaß, aber... Muss sagen, bei dem Modus fehlen mir ein bisschen Cutscenes. Im Subraum MSR war das richtig geil. Aber so von den Modi her, von den Stages her, ist das ja auf jeden Fall geiler, ja, mit den Geistern und sowas. Aber da fehlt also Cutscenes und sowas fehlen, ist das mal? Ein bisschen the feeling, die Feelings fehlen. Was mit dem? Du kommst nicht mehr rein. Ciao. Die Mumie, die Mumie. Blubella! Aber ja, wir haben noch einen Kämpfer. Ey, wir sind so gut viele Kämpfer auf der Stage gewesen. Was? Ah, ich kann da wieder runterzeigen. Oh! Nee. Was? Oh mein Gott. Was? Schaut mal, wie viele Kämpfe sie hat. Und dann noch ein Endboss. Es ist echt eine sehr coole Stage. Wer ist hier? Wario, always number one. Was war das für ein Typ? Ja. Wario. Ey, Wario ist cool. Ein Kollege von mir hat ihn gerne gespielt damals. Und legt den echt ab. Oh! Vage erinnert mich auch ein bisschen an Warpool. Was? Aber. Mit Items jemanden rauszuhauen, das ist so aggressiv. Wario! Nice, okay, war, wir haben jetzt auch am Start. Also diese Map hier gefällt mir richtig. Das ist bis jetzt die geilste, meiner Meinung nach. Ja, nein, 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 ich nehme alles zurück, sorry, ich nehme alles zurück. Die von Street Fighter war zu krank. Aber halt, hier geht das mehr, hier geht das mehr. Anyway. Muss ich das machen? Ich weiß gar nicht. Das Reset ist ja alles. Ja, keine Ahnung. Naja, was soll's, wir müssen aber jetzt erstmal... Wow. Bereit? Los! Oh, Ocarina of Time war so geil.
ganzen Zelda-Spiele, Freunde. Ich kann sie jedem empfehlen. Wirklich, alle, die waren, sind alle so verdammt nochmal geil einfach. Oh, ich brauche Fuego. Brauch unbedingt Fuego. Hä? What? Okay. Ah, okay, gut zu wissen. Okay, nice. Ja, lol. Frag mich gerade, wie soll ich die Geister abschießen? Naja. Oh. Nein! Einfach Ridley. Ah, selbstlos, ja. Mother Brain! Ist das Mother Brain? Keine Ahnung. Oh, der eskaliert. GG. So, aber jetzt, was geht jetzt? Das ist die Frage. Ah, ich kann da weiter. Okay, ich dachte schon. Ich dachte, ich kann da nicht weiter. Knuckle Joe! Nein, das ist die Helfer-Trophäe. Der ist übel nervig. Und falls er kommt, der ist übertrieben nervig, dieser Knuckle Joe. Oh nein, oh nein. Oh nein, der ist so nervig. Oh la. Is a red knife. Knuckle Joe. Was für ein Name, keiner weiß. Knuckle Joe. So, aber jetzt, warte mal. Ich muss einmal mit dem hier. Den. Oh, what? Genau das will ich sehen, mein Freund. Genau das. Ah. Ich glaube, den da oben, wenn wir den Schalter umlegen, vielleicht wird der zerstört. Weiß nicht. Nur eine Vermutung. Gucken wir einfach mal. Okay, let's go. Maria Renard. Wer sind denn Sie? Oh nein, Gegner startet mit einem Huhn. Zelda, ich fehl dich an. Mach keine Scheiße damit. Boah. Nein! Oh oh, ich Idiot. War schön, Jungs. Hat Spaß gemacht. Ja, genau das. Fertig. Wie klein ist der Fuego? Here I go. Olle, wie cool, wie cool. Wie cool! So, der hat auch eine Evolution, keiner kennt ja. Maria Renard. Wer sind sie? Ich weiß es nicht, legit. Windy Hill Zone. So, jetzt gucken wir mal. Okay. Lol. Warte mal.
Stopp. Ah, oh, langsam. Den müsst du noch kriegen. Aber. Ah! Stopp. Kann ich von ihm die Kanonenkugel holen? Wenn ich das Reset dann ist, machen wir mal. Ah, ich hab zwei Kanonenkugeln bei mir. Merke ich gerade. Ich sehe es noch nicht, es steht genau hinter mir. Also vom Screen her. Aber ich habe eigentlich zwei. Ey, ich bin runter. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich hier alles resettet habe, aber ich denke nicht, ne. Genau, ich habe nämlich noch zwei. Noch einen habe ich noch. Huh? Was? Wie geil. Jetzt gehen wir nämlich erstmal hier hoch. Warte mal. Hat das echt den Weg blockiert? Nee, siehst du? Warte. Hey! Wieso muss ich das dann machen? Ist da oben irgendwas? Hä? Naja. Rennen, Link, rennen! Und? Okay. Randling Ram. Das war's, oder was? Wieso muss ich diesen Schalter betätigen? Keinen Sinn. Lol. Jetzt geht's da oben weiter, let's go. Hallo! Das Monster und Flohmann. Die Idee. Naja, gibt's auch. Stark schon gefahren, ne. Boah, was ist mit dem? Jack the Ripper. Zu viel Horrorfilme geschaut. Siehst du, deswegen schau ich keine Ahnung, meine Freunde. Okay, nice. Ikamaru! Luigi! Ah, jetzt. Okay, macht Sinn. Und wir gehen wieder runter, let's go. Ich finde das geil. Die andere Set ist richtig cool. Bester? Ja! Jawoll! Jawoll, Freunde! Endlich Ridley! Schwarzer, rotäugiger Drache oder rotäugiger, schwarzer Drache. Miau! Boah. Endlich Ridley, Freunde, endlich! Oh mein Gott, richtig cool, richtig cool! Oh, wir nehmen ihn sofort. Mit ihm würde ich echt gerne mal oft spielen, sag ich mal. Alright, aber erstmal machen wir, stärken wir uns hier erstmal. Und zwar machen wir das mal so, bam. Bam. Bei der Bruch. Okay. Ja, passt. Ja. Alright. Sehr schön, richtig cool. Ridley! Der hat auch einen brutalen Namen, ne? Die haben einfach Ridley gepackt. So viele haben sich den gewünscht. Oh mein Gott, Ridley. Laden Sie bitte. Krass. Was? Was ist. Einfach in Gold. Alter. Was? Es ist eigentlich gelb, aber für mich sieht das aus wie Gold. Geil, Goldchain. Oh mein Gott, wie cool. Boah, das sieht geil aus. Ja, jetzt kannst du wieder hoch, wieder. Danke. Wieder hochklettert. Jetzt
wir mal ein Relay. Akuma! Schaden. Oh mein Gott! Gewonnen! Was? Oh, der hat 5200 auf Level 1. Was? Dein Ernst? Dreizehn zwei, lecko. Krass. Aber der hat keinen Slot. Sinnlos auf Level 99 gebracht. Der hat keinen Slot einfach. Der hat mir Sinnlos auf 99 gebracht. LOL, er hat einfach keinen Slot. Okay, in einem Smash-Duell ist vielleicht gut wegen seinem Angriff. Oh, direkt einfach zum nächsten. Was? Endlich kriegen wir die geilsten. Oh, was? Ich wollte gerade mit Ridley ein bisschen umprobieren und jetzt kommt der Ken. Den würde ich nämlich auch gern spielen. Mal ran, Junge. Raus mit dir. Geil. Ken, einfach Ridley und Ken. Richtig cool, richtig cool. Aber ich würde gerne noch ein bisschen mit Ridley spielen, ey. Ridley ist brutal, aber ich muss den auf jeden Fall noch rauskriegen. Ne, für, ja. Jetzt soll ich ja nicht sehen, was der Unterschied von dem. Aber hey, krank. Richtig geil. Lasst doch den hier besiegen, Freunde, die Kanone aufheben und dann für diesen paar Schuss machen. Übel geil, dieser Part war übel geil. Einfach Ridley und Ken. Ah, korrekt. Komm du nur her. Guck mal da oben. Das ist nämlich aus dem 3DS-Minigame von damals. Da konnte man Kronen sammeln. Da bin einfach ich Princess Ozaru. Prince of Ozean. In der Luft ist viel aggressiver. Gewonnen. Ridley muss auf jeden Fall noch rauskriegen, Freunde. Also, ich mag da auch irgendwas dran. Jedenfalls, dennoch. Ridley und Ken befreit, das ist richtig cool. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, Freunde, in diesem Part. Wenn ja, gebt ihr ganz ein Like und wir machen dann nächstes Mal quasi von hier aus weiter. Dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be alright.